Shalom, shalom. Ja, ich bin zurzeit in Paraguay und genieße hier die wunderbare Familie Gottes. Nie habe ich geahnt, dass es in Paraguay so viele Menschen gibt, die Deutsch sprechen und die Jesus Christus lieben. Und so freue ich mich in unseren Tagen über jeden, der total Jesus gehört und sich total auf Jesus und seine Verheißungen verlässt und ausbricht aus der Decke Angst und durchbricht in den Glauben, denn die Anweisungen Gottes zu glauben, die Verheißungen Gottes zu glauben, Jesus zu vertrauen. Und so möchte ich heute eine Konferenz ankündigen, die sehr vielen helfen wird, durchzubrechen in ein Leben der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und zwar geht es dort, es ist die Lichtblickkirche Heiligkreuz in der Rheinfallstraße 4, 8212 Neuhausen am Rheinfall. Da gibt es eine Pfingstkonferenz, und zwar über das Thema natürlich Heiliger Geist, Pfingsten. Und der Heilige Geist, ihr Lieben, ist uns gegeben, damit, weil ohne den Heiligen Geist können wir in eigener Kraft nicht das Leben leben, zu dem wir berufen sind. Es ist der Heilige Geist in uns. Jesus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und so lade ich euch herzlichst ein. Das Datum ist, hier habe ich es am 28.05. Um 9.30 Uhr beginnt diese Konferenz oder diese Tagung. Und ich möchte euch gerne dort sehen. Kommt und lasst euch hineinführen in diese herrliche Kraftquelle, die Gott uns selbst gibt. Er selbst ist die Kraft. Und er will durch seinen Geist in uns, mit uns und durch uns leben. Nicht mehr ich, mich, meiner, mir, Herr, segnet uns vier, sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. So bitte ich euch, kommt, nehmt euch die Zeit, es wird euer Leben verändern. Denn Jesus ist gekommen, um uns das Leben zu geben und das Leben in Fülle. Und das gibt er uns durch den Heiligen Geist. Er hat uns gesagt, er geht, aber er schickt uns seinen Geist. Es ist derselbe Geist, mit dem Jesus auf Erden gedient hat. Und der möchte in dir leben und in mir. So, ich freue mich, euch zu sehen und inzwischen noch allerliebste Grüße aus der herrlichen Nation Paraguay.